Leute. Und willkommen zu einer weiteren Folge Tipps und Tricks Apex Legends. Heute Bangalore, wie ihr es am Titel erkannt habt. Kurz vorab, ich habe dieses Video direkt vom letzten aufgenommen. Also ich habe gerade eben das Brave-Video aufgenommen. Und noch vor längeren Tagen die anderen. Wenn euch so andere Legenden interessieren, sowas wie Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder oder Wraith, habe ich schon alles aufgenommen und hochgeladen. Guckt euch's an, wenn es euch gefällt. Tipps und Tricks nach diesem Video. Die anderen Legenden werden auch noch dazugefügt. Gibt Caustic, Mirage, Octane und so weiter. Das kommt alles noch. Aber heute geht's um Bangalore. Und zwar, wir fangen mal mit den Fähigkeiten von Bangalore an. Da habe ich viel zu sagen. Ich muss zugeben, Bangalore habe ich nicht oft und lang gespielt. Ich habe sie auch vor kurzem, also vorhin, ein paar Runden auch nochmal getestet, nochmal, damit ich ein bisschen wieder reinkomme. Und zeige euch in der Runde gleich nochmal, was ich dazugelernt habe und was ich euch jetzt mit als Tipps bringen kann und Tricks. Erstmal fangen wir an aber mit der passiven Fähigkeit, Laufschritt. Wirst du während eines Sprints beschossen, läufst du für kurze Zeit schneller. Das ist wirklich sehr gut, muss ich sogar sagen. Und zwar, sollte ein Gegner auf euch schießen oder neben euch schießen, werdet ihr für eine kurze Zeit schneller. Das bedeutet, ihr rennt einfach schneller und könnt von A nach B einfach schneller hingehen, quasi. Ist nicht schlecht, wirklich, weil man läuft ja generell in Apex sehr viel und wenn ein Gegner einfach einen Snipe verfehlt oder irgendwas, dann seid ihr schneller und dann könnt ihr eigentlich quasi sagen, okay, ein Gegner ist in der Nähe, weil ihr rennt ja. Ich erkläre das nochmal besser in der Runde dann, wenn es soweit ist. Zur taktischen Fähigkeit dann, Rauchwerfer, feuere einen Rauchbehälter ab, der beim Aufprall eine Rauchwolke erzeugt. Ja, so wie auch gesagt, ist es auch, man kann sich es als Rauchgranate vorstellen. Man wirft es auf den Boden und es beginnt Rauch zu kommen und man kann flüchten. Ja, zwei Stück habt ihr davon in einer Runde jeweils, beziehungsweise ihr könnt zwei stacken, dann könnt ihr zwei gleichzeitig verbrauchen und dann müsst ihr wieder warten. 30 Sekunden, glaube ich, waren es oder so. Das sehen wir uns alles in der Runde an. Und zur Ultimativfähigkeit ist super OP. Donnergroll, fordere einen Artillerierenschlag an, der langsam über das Land vorbeischreitet. Ja, die Rewards und Spielen, Content ist zwar komplett, jedoch ist es an sich einfach eine sehr, sehr krasse Ulti, muss ich sagen. So wie Gibraltar seine. Wir schauen uns alles an und dann kommen wir zu den Tipps und Tricks. Wir fangen aber erstmal mit den Fähigkeiten an. Let's go. Alles klar. Es sieht aus, als ob wir in einem stillen Ort gelandet sind. Hatte ich eigentlich nicht vor, damit wir ein bisschen Action haben. Ist aber nicht schlimm, die kommt bestimmt noch. Fangen wir aber mit den Fähigkeiten von Bangalore an. Zu der passiven, ja, es gibt doch Gegner hier. Aber zu der passiven Fähigkeit auf jeden Fall. Wenn neben uns oder auf uns ein Schuss trifft, sind wir schneller. Das werden wir gleich wahrscheinlich sehen bei den Gegnern. Hier können wir Rauch schmeißen erstmal, um ein bisschen Flucht zu machen, weil... Ah, nee, da ist jemand gar kein Bock. Ja, und jetzt sind wir schneller, weil wir halt beschossen worden sind. Und wie ich gesagt habe, glaube ich, 30 Sekunden braucht es, bis wir eine Rauchgranate zurückbekommen haben. Und das ist schon sehr lange, deswegen verbraucht am besten nicht beide easy einfach weg damit, sondern so wie ich es gemacht habe, einfach einzeln eine setzen. Okay, das ist mega schlecht von mir, das gebe ich zu. Wow, ich gehe noch eine Runde und hoffentlich finden wir nicht so schwere Gegner und einen besseren Mate. Okay, ich renne hier direkt natürlich am Start der Runde voll in die Grube rein, weil mein Mate nicht der beste Typ ist im Landen, aber wenigstens verlässt er nicht ohne Grund wie der letzte. So, jetzt aber nochmal von vorn, fangen wir am besten an. Und zwar zur passiven Fähigkeit, wenn ihr, oh, goldenen Rucksack, aber nein, zur passiven Fähigkeit auf jeden Fall. Wenn ihr einen Schuss abkriegt oder neben euch, seid ihr schneller, wie gesagt. Das hat man letzte Runde ein bisschen erkennen können. Ich hoffe, man sieht es aber die Runde besser, weil das war jetzt wirklich gerade phänomenal. Aber gut, es erscheint auch ein kleines Bild bei euch auf dem Screen, wo einfach ein Pfeil ist mit der Bangalore drauf, wie sie auf eine Seite rennt. Das ist einfach das Symbol dafür, dass ihr gerade schneller seid. Ich weiß nicht, das Beste, aber immerhin. Das zeigt euch dann auch an, wenn ihr gerade am Speed habt oder nicht. Aber gut. So, zur taktischen Fähigkeit mit dem Rauch, das ist der da. Boom. So sieht er von Weitem aus. Man kann auch kaum durchschießen.
Oder durchschießen. Ja, durchsehen meine ich. Durchschießen, safe geht das, aber durchsehen kann man nicht. Ihr könnt mit Hoffnung versuchen durchzuschießen, vielleicht trifft ihr sie. Aber man ist darin eigentlich ziemlich unerkenntlich. Ihr habt davon jeweils zwei. Eine braucht 30 Sekunden, bis ihr sie wieder zurückbekommt. Das heißt, wenn ihr jetzt so rechnen wollt, braucht es eine Minute. Ihr könnt aber zwei gleichzeitig schießen, dann laden sie sich auch gleichzeitig logischerweise wieder auf. Da gibt es nicht viel zu sagen. Apropos ultimative Beschleuniger, dazu wollte ich gerade auch kommen. Benutzt sie, weil im besten Fall braucht, also eigentlich muss ich sagen, solange eure Mates kein Lifeline sind, könnt ihr sie benutzen. Weil das für euch eigentlich viel effektiver ist als für die anderen. In dem Fall ist jetzt mein Partner Seer, da lohnt sich das für mich mehr. Das ist einfach so. Weil die braucht schon ein bisschen länger, bis die full ist, die Ulti, im Vergleich zu anderen. Zum Rauch nochmal kurz vorab gesagt, es gibt ein Visier, ein goldenes, was für MPs ist. Das finden wir vielleicht noch, wenn nicht, dann gehe ich nochmal ganz am Ende in Trainingslager, um es euch zu zeigen. Aber das solltet ihr kennen. Das ist ein Visier, das zielt, wenn Gegner vor euch sind, in Rot. Das ist quasi wie Bloodhound Scan, dauerhaft. Das kann durch den Rauch euch erkennen, deswegen fühlt euch nicht hundertprozentig sicher, wenn ihr den Rauch macht. Man kann euch trotzdem sehen, wenn man das Visier hat. Das gibt es auch in Sniper-Variante, aber die nimmt normalerweise keiner mit, also vor Snipern müsst ihr keine Angst haben im Rauch. Sonst Bloodhound-Scan und Crypto-Scans und sonstige Scans gehen auch durch den Rauch. Also ihr seid im Rauch auch nicht vor Scans sicher. Der Rauch ist wirklich nur so normal, zum Safen von weiter weg, kann man sagen. So, zur Ulti. Wer das Gibraltar-Tipps und Tricks-Video gesehen hat, es ist ziemlich ähnlich wie Gibraltars. Gibraltars schmeißt der so Raketen runter, die hier eigentlich auch. Der Unterschied bei der ist, sie schmeißt das ein bisschen verteilter und bei ihr explodiert es nicht direkt, bei ihr gibt es ein bisschen Zeit. Unterschied ist aber bei der hier ist, die verlangsamt dich extrem. Bei Gibraltars ist es so, es braucht eine bisschen längere Zeit, beziehungsweise es verlangsamt euch jetzt nicht so krass wie das hier. Die Raketen verlangsamen euch hier so heftig, ihr seid eigentlich tot, wenn ihr hier reinrennt. Aber es ist ja bei Gibraltars Ulti auch so. Die ist auch viel breiter, so ist es viel schwerer wegzurennen vor der. Sollte man jetzt kein Kuppelschild haben, kein Watson im Team oder kein Gebäude in der Nähe, ist es schon schwierig auszuweichen. Eure Mates können dabei auch sehr gut reinrennen, weil die verlieren dadurch kein Leben. Die werden nur geslowned, aber Leben verlieren tun sie nicht. Ihr verliert Leben, deswegen geht ihr nicht rein in eure eigene Bombe. Nicht empfehlenswert, weil ihr könnt sterben. Eure Mates nicht, eure Mates werden nur verlangsamt. Sonst zu Ulti noch ganz wichtig, das kann ich euch aber auch zeigen. Es ist eine Art Granate, ihr wirft die. Also es ist genauso wie bei Gibraltars Ulti. Es ist keine Waffe, womit ihr schießt oder es passiert nicht einfach plötzlich. Es ist eine Granate, die ihr wirft. Deswegen wirft sie einfach so mittig oder so bestens auf dem Gegner wie möglich, weil die sind sehr breite Raketen der Runde. So kommen wir hoffentlich auch nochmal in der Runde. Aber gut. Zum Rauch nochmal kurz zurückgegangen. Der Rauch, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich wichtig ist, aber er macht Damage. Wenn ihr einen Gegner damit trifft, macht er 10 bis 20 Damage. Was schon eigentlich ganz saftig ist, muss man sagen, dafür, dass es jetzt ein Rauch ist. 20 Damage kann man sagen, oder wie vergleiche ich das jetzt? Ja, okay. Eine Schildbalken, den ihr da seht. Ich habe ja ein episches Evo-Schild und habe 4 epische Balken. Eins davon sind 25. Also ihr könnt schon damit rechnen, dass wenn ihr eine Rauchgranate wirft, ist die Hälfte von einem Balken. Ist jetzt nicht viel, könnte aber ein Match entscheidend sein. Deswegen, wenn ihr gerade Rauch werfen wollt und den Gegner pushen wollt, schmeißt es am besten auch auf den Gegner. Somit könnt ihr damit auch ziemlich gut ein bisschen Damage austeilen und ihn pushen gleichzeitig, was das ganze Match ändern könnte. Nur eine kleine Änderung, aber könnte sich lohnen. Nochmal zurück zur passiven Fähigkeit, kann ich euch sagen, wie ich erwähnt habe, ihr werdet schneller, wenn eure Gegner euch abschießen oder euch verfehlen. Hier können wir zum Beispiel unsere Raketen auf den Gegner werfen. Wir werden übrigens schneller, wie ihr seht. Für eine kurze Zeit sind wir Speedy Gonzales. Wir können kurz hier in seinem Busch gehen und zielen. Und die Raketen haben leider nicht getroffen, aber
Den finishen wir mal. Hier können wir jetzt auch Rauch schmeißen als Beispiel. Um einfach ein bisschen plündern, er hat aber leider nichts. Er hat ihn jetzt markiert, was sehr gut für uns ist natürlich. Da wir ihn ja jetzt easy verfolgen können. Oder konnten. Ah ja. Er hat neben mir geschossen, ich habe wieder Speed dazu bekommen. Wir können damit also gut Gegner auch verfolgen, kann man schon fast sagen. Weil... Oh, er hat ihn bekommen. Ja, perfekt. Hat er gut gemacht. Er verdient seinen größtenteils Stuff. Er hat eh nichts für mich. Also kannst du auch einen Verdienst. Hast es verdient auf jeden Fall. Ich hätte zwar gern ein bisschen Ammo, aber... Oh. Ach so, war der das? Wieso macht er das? Ey. Hat nicht was genommen. Aber naja. Ich sollte mich auch heilen. Aber naja, zu den Fähigkeiten habe ich, glaube ich, den größten Teil gesagt. Man hat auch nochmal gerade die passive Fähigkeit gesehen. Die taktische kennt ihr gerade eh, die habe ich schon so oft eingesetzt. Hier nochmal die passive. Komm rein, komm rein. Bro. Ja, die haben mich auch getroffen natürlich. Schade drum. Aber ja, wir gehen nochmal in ein Match rein, um noch ein paar Tipps und Tricks zu sagen. Und dann gehen wir nochmal wahrscheinlich in... wie heißt das? Trainingslager da, um euch das Visier zu zeigen, was durch den Rauch zielen kann. So, ein bisschen später die Runde begonnen, weil es am Anfang ein bisschen stressig war. Ich habe auch überlegt, die Runde nicht mit reinzunehmen. Machen wir jetzt aber, weil mir was aufgefallen ist. Und zwar gibt es beim Replikator das Visier, was ich euch zeigen möchte. Deswegen kaufen wir uns einfach. Da muss ich nicht extra in den Schießstand gehen. So. Let's go. Und hier gibt es das Visier. Genau das hier meine ich. Das 1 Digital Bedrohung, was nur für Nahkampfwaffen ist. Es gibt natürlich auch noch die Variante in Sniper. Die benutzt aber so gut wie keiner. Darum musst du dich eigentlich keine Sorgen machen. Ja, kann man eh nur auf Snipers packen und ist so riesig, das benutzt fast niemand. Das ist die, wo man in der Kraber dazu kriegt, als Beispiel. Aber ja, wer die nicht kennt, ist eh nicht so wichtig zu beachten. Die spielt wirklich fast niemand. Da spielt man die hier, die ich euch jetzt kurz zeige. Warte. So, genau die hier ist es. Die benutzt man da mehr. Weil die ist halt, die markiert Gegner in Rot einfach, wenn man durch das Visier zielt. Ich hoffe, wir sehen noch jemand, aber glaube ich eher weniger. Beziehungsweise ich glaube eher weniger, dass ich mit dieser Waffe mit ihm kämpfen werde. Klar, wir können das Visier umlagern, aber ich achte da wenig drauf. Aber ihr könnt dann drauf achten. Das ist das Visier, was ich auf jeden Fall meine. Tipps und Tricks zu Benjalo selbst. Es macht für wieder, so wie beim letzten Mal, keinen Unterschied, ob es Duos oder Trios ist. Wobei ich glaube, dass bei Trios mit Benjalo zu spielen ein bisschen geiler ist. Vom Gefühl her zumindest. Weil man die Ulti dann mehr sprayen kann quasi, wenn man dann wahrscheinlich auf jemanden zutrifft. Die Ulti empfehle ich euch auch immer bei zwei Gegnern einzusetzen. Quasi wenn zwei Leute gerade gegeneinander fighten, setzt ihr die Ulti dazwischen ein. Das wäre gar nicht so schlecht zumindest. Natürlich so, dass die auch trifft, aber ne. Aber naja, ich tendiere trotzdem zu Duos, wobei ich glaube aber, dass Trios ein bisschen geiler ist vom Gefühl her, mit Benjalo zu spielen. Ich muss zugeben, ich habe mit Benjalo noch nie richtig gespielt, das sind heute auch gefühlt meine ersten Runden. Nein, sind es nicht, aber ich spiele mit der gefühlt nada. Sonst noch braucht ihr wie beim letzten Video auch keinen 100% festen Partner. Klar, wenn ihr einen Partner habt, den ihr kennt oder mit dem reden könnt, ist immer besser. Da gibt es nichts zu diskutieren, ist immer besser. Aber das macht jetzt nicht so viel Unterschied, wie wenn ihr jetzt mit Bloodhound oder Crypto spielt. Weil da ist es schon ein bisschen krasser, wenn ihr dann einen Mate habt, den ihr nicht kennt oder nicht reden könnt. Das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall. Und mit Benjalo selbst muss man eigentlich nur üben. Also ich finde das jetzt nicht schwer, mit der zu spielen. Hab mich jetzt ein bisschen eingespielt mit der quasi. Hab jetzt so eine Stunde, zwei Stunden mit der gezockt. Klar, ich habe jetzt nicht alles aufgenommen, aber ein paar Runden habe ich mit der schon gezockt.
am Anfang, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und ich muss zugeben, das ging ganz gut. So, das Visier lagern wir mal auf die Prole um, damit wir das Visier noch behalten. Und ja, ich glaube, ich habe alles erwähnt. Wir warten jetzt mal, bis Gegner kommen. Dann zeige ich euch das beim Fight, das Visier hoffentlich, kommen wir noch zu. Und ja, das war's dann noch für heute. Okay, ich habe zwar keinen Gegner entdeckt, ich habe aber dieses Baby hier entdeckt. Und mit dem kann man ja seine Ulti direkt aufladen, falls ihr es nicht wisst. Deswegen setze ich meine Ulti einmal, um euch zu demonstrieren. Oh, ja. Damit ich euch demonstrieren kann, wie sie funktioniert. Es fallen von oben ganz, ganz viele Rockets auf jeden Fall in so einem Quadrat. Und die explodieren nacheinander. Ja, das war die Ulti, nur um sie nochmal komplett zu zeigen, wie sie funktioniert. Wir können sie hier wieder auffüllen, aber dann noch nicht. Wir müssen erstmal warten, bis unsere Ulti auch vorbei ist. Die war nämlich noch aktiv. Aber okay, so, zack. Und wir haben unsere Ulti wieder voll. Schönes Ding. Nee, aber ich muss immer noch Gegnersuche gehen. Ich habe immer noch gar keine gefunden. Wir hören uns, wenn ich welche finde. Für sowas hier ist aber die Rauchgranate auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wenn dann ein Loot-Drop kommt, schmeißt ihr einfach drunter. Und ihr könnt plündern, ohne dass euch jemand sieht. Ah, da ist die Craver sogar. Ja, und hier sind auch Gegner. Ja, der wird mich auch kriegen, das ist das Problem. Ihr könnt durch die Rockets selber sterben, das ist das Blöde. Oh, war das knapp. Ja, er hat mich halt randomly gepusht, während ich an diesem Ding war. Ich habe leider kein Medikit, ich muss Spritzen benutzen. Wir können hier so eine Rauch werfen, damit wir da rüberkommen. Auf entspannt. Hier hoch und wenn er nicht hier drin ist, dann... Nein, er ist hier nicht drin, er ist draußen. Dann versuchen wir uns hier nochmal zu healen, aber ich habe halt nicht mal... Wir können mit dem Visier hier durchgucken, genau das meine ich. Wir müssen aber nachladen auch. Weil ich halt so ein Arsch bin, gehe ich auf Finish, das habe ich schon aber oft gesagt. Schade, dann hätten wir sogar auch was bekommen. In der Lobby noch die Abmoderation und das war's dann. So, ja, zum Glück konnte ich euch am Ende nochmal das Visier zeigen, wie es funktioniert durch das Rauch. War ein bisschen schnell, aber man konnte auf jeden Fall erkennen, dass man die Gegner rot komplett sieht. Bei Fuse hat man das ja auch gesehen, den habe ich auch gefinisht, weil ich halt ein Arschloch bin. Aber ja, auf jeden Fall, aber hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und die Tipps und Tricks werden euch was bringen. Auf jeden Fall, gebt nochmal eine Note für mehr solcher Videos. Die anderen Legenden, die ich noch nicht gemacht habe, kommen natürlich noch dazugefügt in den nächsten Tagen. Sonst hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ich das nicht getan habe. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Würde mich auch freuen. Und natürlich könnt ihr meinen TikTok auschecken. In der Videobeschreibung verlinke ich das. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.